Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und heute gibt's mal wieder einen Stream-Mitschnitt. Ich wollte euch gern endlich mal Mikaela zeigen. Die habt ihr hier auf meinem Kanal ja noch gar nicht gesehen, obwohl die schon eine Weile im Spiel ist. Leider kann ich aktuell mit ihr noch keine Adept-Challenge machen, weil ein Talent von ihr deaktiviert ist und ich das auch nicht in meine Perk-Auswahl nehmen kann. Und ja, dann macht es keinen Sinn mit der Adept-Challenge, aber sobald alle Talente von ihr wieder reaktiviert sind, dann probieren wir natürlich auch direkt die Adept-Challenge mit ihr. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Runde und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Was haben die denn gegen Kaugummis? Solange ich die nicht ausspucke, kann das Dienst doch, also auf ich die Straße... Ich glaube genau, das ist das Ding. Ich glaube, im asiatischen Raum ist ja generell alles sehr... alles sehr, sehr reinlich und sauber. Die achten da schon sehr genau drauf, glaube ich. Schon wieder eine Fäule. Da. Er ist hier am Haus gestartet. Ja, es ist ein anderer Chat. Er ist jetzt... Geht weg von der Schecke. Ich guck mal, ob in der Schecke ein Totem ist zum Segnen. Mhm. Nee, aber ein Kürbis zum Treten. Also die andere Mikaela hat auf jeden Fall am Haus hier hinten gesegnet. Das war ich nicht. Wenn du da Kaugummis auf die Straße spuckst, wird das richtig, richtig teuer. Selten Kaugummi. Oh, hier ist ein brennendes Totem. Ich weiß nicht, ob wir Ruinen haben, weil ich bin gerade nicht mehr alleine am Gym. Kann's nicht testen. Ist halt hier hinten, was traue mich nicht an das Totem ran. Ist das der Jagd oder. Soll ich es jetzt kaputt machen oder segnen? Segne einfach. Dann ist es eh weg. Dystopia hat gesagt, wenn du das segnest, ist der Fluch weg. Auch wenn er den Segen wegmacht, kommt der Fluch nicht zurück. Wenn der die jetzt aufhängt und der hat Barbecue, dann werde ich das mit dem Segen nicht schaffen. Ja, geht vor. Er ist auf dem Weg zu mir. Ah, ich habe es noch geschafft zu segnen. Wir haben gerade drei aktive Segen. Er lässt doch ab von mir. Ha, meine Punkte. Er ist doch noch. Er ist zum Haken zurück. Hm? Ist hier. Na gut, er ist mal voll. Er hat eine von der anderen, also eine andere Mikaela. Oh. Ashley und Maus mit links zum Abschluss. Das geht ja richtig in die Hose. Susi, freu dich. Wird eine lustige Runde für dich. Oh. Wir wollten doch noch mal rauskommen. Dann müssen wir die Runde jetzt ja. Müssen wir uns vielleicht mal anstrengen hier. Es ist denn hier kein Generator. Ich will eigentlich den Generator hier nicht machen, weil dann... Coming! Wir haben übrigens immer noch Ruin. So. Okay. Link. Ihr werdet beide Runden entkommen. Ich glaube auch, dass er uns unbedingt sterben sehen will. Warte mal, was habe ich hier eigentlich eine neue Aufgabe jetzt mitgenommen? Nee, ne? Weiß doch, ich Kürbisse nicht. Treten. Ich Kürbisse treten. Immer noch? Ja, da, ich habe... Doch, eben bin ich sofort gestorben und davor hat mir Disconnect.
wo ich irgendwas machen konnte. Mal ein. Boah, mein gesegnetes Totem hat er weggemacht, ne? Wie es aussieht. Ja. Ich will jetzt nicht loslassen, wir haben Ruin. Ich weiß nicht, bist du das bei mir oder nicht? Nee, ich hänge renne hinten an der Schöpfung. Sonst hätte ich mich jetzt geschämt, weil ich wollte dich nicht. Wow. Wie doof ist die denn? Ich wollte dich nicht anschreien. Das kann ich, wenn ich hier ein gesegnetes Totem habe, können die meine Mates die dann kaputt machen? Aber nicht. Ich meine, es würde keinen Sinn ergeben, weil das ja eigentlich was für uns ist, aber... Er geht vor Richtung Haus. Praktisch ist, du kannst ja damit ja auch die Totems markieren, rein theoretisch, wo die sind. Ja. Subja schreibt, nö, geht nicht. Naja, aber wenn ich nächste Runde Maus mit links bedienen soll, das geht komplett in die Hose. Oh, weil ich mich gleich nicht hinhocken kann, weil ich an die Taste dann nicht rankomme an der Maus. Und mit rechts WASD bedienen und Leertaste und Shift fürs Rennen, das geht voll in die Hose. Eigentlich ist es egal, wen ich nächste Runde spiele, weil wir sterben so oder so. Ey, wo ist das scheiß Nöt? Ruin. Oh, das hier ist halt richtig cool, hier hinten. Hier kommst du von einem gesegneten Bereich direkt in den nächsten. Okay. Der Bereich ist nicht mehr gesegnet. Ja, weil die dort hinten ihr gesegnetes Ding geändert hat. Ja, ich glaube, das hat die zur Ablenkung gemacht. Wir brauchen doch hier Segnung. Ja, ich hab an der Seite von der Maus. Ich segne gerade hier hinten am Haus das Totem wieder. Brauch mal eine Heilung. Ja, ich höre dich. Please. Die Kette ist noch ein bisschen was. Ich hab an der Maus, ich hab halt eine Gaming-Maus. Die hat an der Seite noch zwei Tasten. Und auf die eine davon habe ich mir das Ducken gelegt. Und das ist echt angenehm. Weil mit Steuerung drücken, da breche ich mir einen kleinen Finger. Auf Dauer. Ja, das ist das Special Place. Wo ist das? Bei uns hier vor der Scheck rum. Ich sitze vorne im Haus am Gen. Ja, aber dann machen wir. Wir haben halt jetzt dort hinten zwei Gens weg. Wenn wir den im Haus jetzt machen, ist dort hinten alles weg. Und hier hinten. Vielleicht hatte sie ja... Warte mal. Ja, Ruin ist weg. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hatte sie ja Ruin gesegnet hier hinten. Ja, Ruin ist weg. Dann lasse ich den vorne am Haus mal. Komm mal mit hinter. Aber der rennt halt am Haken. Ja, ja, er ist hier. Ich höre ihn. Er geht er bounced Richtung Haus. Nee, er bounced hierher zurück. Sein Plan? Er ist bei mir. Er ist hier. Er kommt zurück.
Ich muss auch sagen, das Ducken auf der Maus ist so angenehm, dass ich, egal um welches Spiel es geht, ich lege mir jetzt das Ducken immer auf die Maus, auch bei Far Cry. Die Palette ist weg. Ich bin sein nächstes Opfer. Auch flink. Er hat hier hinten den Segen weggemacht. Geht aber weg von mir. Also mit Steuerung würde ich auf Dauer... würde mir der kleine Finger abfallen. Gut, ich mache das eher mal so mit dem Fingerknochen. Also nicht mit dem Finger direkt, sondern mit den Ballen. Naja, bei mir wäre es halt eher so der... Also ich... nicht mit der Fingerspitze, sondern hier so mit auf halber Höhe vom Finger, weil die Taste würde bei mir auf Steuerung fallen. Ich habe halt recht kleine Hände. Kurze Hände. Finger. Er ist schon wieder da. Killer eigentlich die gesegneten Totems angezeigt oder findet der die auch nur durch Zufall? Dystopia, du kennst dich doch hier aus. Sieht der Killer gesegnete Totems? Der hat gerade die andere, glaube ich. Er hört nur einen Sohn, okay. So wie man halt leuchtende Totems knistern hört. Quasi. Gehst du retten? Ich war hier hinten, warte mal, der kam wieder hier runter. Ich bin gerade in der Check an den Gen gegangen. Oh Gott, nee, ich kann nicht, der hat mich gesehen. Hä? Bambus hat mich blockiert! Der Killer Bambus! Ich bin jetzt aber auch gerade richtig doof gelaufen. Ist halt auch nichts mehr hier hinten. Er kommt zu euch vor. Ich laufe ihm bestimmt gleich in die Arme. Er ist da drüben am mittleren Gen. Und er kommt wieder hierher. Er kommt hierher, pass auf. Da, ah, die Palette ist schon weg. Ich dachte, die Palette steht noch. Ich war richtig doof. Nee.
das war's. Ne? Achso, Nico, danke übrigens für deinen Kommentar heute auf dem Video. Begnadet hat Nico gesagt. Was? Nico hat heute geschrieben, ich bin begnadet. Ich sag jetzt nicht in was, aber er hat geschrieben, ich bin begnadet. Im Schleichen. Bestimmt. Nein. Ich glaube, ich bin eine begnadete Leichensammlerin. Wenigstens was kannst du, Susi. Merkst du, wenigstens was kannst du. Wenn es auch sonst nichts ist, aber das. Definitiv ein Talent. Das hat nicht jeder. Hallo, wo ist denn hier der gesegnete Bereich? Danke. Warte, wir sind heute hier. Ja, jetzt kommt halt das Ding, was ich so unlogisch finde. Ja, viel ist es nicht mehr bei der Last of Us, was kommt. Sind wir da auch schon durch. Und ich habe noch nichts Neues aufgenommen. Ich aktuell auch nicht. Also laut aktuellem Stand gibt's ab November Lücken. Wann kommt Clue 3? Ich weiß es gar nicht. Wie viel lag zwischen Teil 1 und Teil 2 bei der Last of Us? 6 Jahre? Viele Acht. Jahre. Aber wann kam das Original raus? Er lässt sie liegen. Und das für ein Mist jetzt. Er will jetzt unbedingt den letzten Kill. 7 Jahre lagen dazwischen. Zwischen Teil 1 und Teil 2. 7. Also 2027 vielleicht? In 6 Jahren? Ich habe aber auch keine Lust, jetzt zu ihr zu gehen, weil dann... Der hat mich auch nicht gerettet, die hat auch über den Jen gemacht. Aber ich kann hier hinten halt gerade gar nichts mehr machen, oder? Nee, der ist an, die an der Seite sind an. Ich bin halt dummerweise schon aus der Lobby gegangen, weil ich mich gefreut habe, meine Herausforderung wieder nicht zu haben. Warte mal, bis die ausgeblutet ist. Ja. Bei unserem Glück oder bei meinem Glück sind die Ausgänge nebeneinander. Wenn sie den einen dritten Teil machen. Ich denke schon, aber ich denke, der wird anders. Erstmal kommt die Serie. Ja, stimmt. Bin gespannt auf die Serie. Die will ich mir auf jeden Fall angucken. Das Teabaggen geht halt auch übelst gut, wenn man die, wenn man Ducken auf der Maus hat. Ja, das stimmt. Da kannst du übelst schnell klicken. Mit dem Daumen bist du da echt schnell. Bam, bam, bam. Vielleicht wird The Last of Us 3 auch nicht The Last of Us 3 heißen, sondern halt irgendwie anders. Aber ich nehme mal an, dass sie in der Welt schon noch was machen. Wäre schade drum. Ich mag die Welt, in der das spielt. So. Sind halt alle drei Gens auch dort hinten. Er wird zwischen den Gens hin und her rennen und bei ihr darum kämpfen. Ich will nicht retten. Ich will wenigstens noch einmal raus heute. Einmal. Ich werde übelst geflamed, sage ich euch, im Anschluss. Also sie bewegt sich aber auch nicht, oder? Doch, ein bisschen kriecht sie. Ich
viele kommen denn noch? Das verrate ich dir nicht, Nico. Das verrate ich dir nicht. Weil es nämlich so ist mit dem Ende, dass du. Ich gebe dir einen Tipp. Du denkst, das Spiel ist vorbei, aber dann ist es noch nicht vorbei. So viel sei verraten. Oh, jetzt hat er sie ernsthaft rausgelassen. Der hat sich gedacht, boah, was ist das für ein Anti-Mate? Kommt die nicht retten? Ich werde jetzt gekillt und die wird am Ende rausgelassen. Ja. Die wird dich jetzt suchen und dann wird sie den Killer zu dir bringen. Sie hat ja gesehen, wo du bist. Plus minus 10 bis 15. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oder die Orientierung angeht. Mach denn der? Den kriege ich nicht als Orientierung bei mir, Mädchen. Das passt nicht. Okay. Ja. Ja, Nico, das ja noch nicht kennen. Sorry. Kann der das Totem nicht. Ist der bei dir? Ja. Ich höre ja den Spießhaut nicht. Ich habe ja dich gemutet im Stream. Im Stream? Ah, er hat sie jetzt hier wieder umgeklatscht. Neben mir, ja. What the fuck? Er denkt sich, wo ist die, ey? Der Dog ist daneben im Busch. Er ist einfach so gut. Noch Glück haben. Ja! Ja, warte mal, du! Mit Feuerstein! Und jetzt Feuerstein? Bonnie Grönheimer! Ah, das war doch eine schöne Runde, oder? Richtig spannend, du! Gleich raus aus der Lobby! Ich bin gespannt, ob was kommt. Ob die jetzt extra gewartet hat. Na gut, so lange war das ja jetzt nicht. Aber ganz ehrlich, sie müsste ja eigentlich selber merken, dass es halt keinen Sinn macht, wenn der Letzte wenn der Vorletzte am Boden liegt, dass der andere dorthin geht, weil... Ja. Cool.